Er hat für die deutsche U21-Nationalmannschaft gespielt und wurde auch schon mal von Juri Löw nominiert. Hallo Robbenknoche, das ist Nelly und ich bin Lenny und wir kommen aus der EGS Gifhorn aus dem 7. Jahrgang. Bist du immer noch aufgeregt, wenn du bei einem Spiel einläufst? Aufgeregt nicht unbedingt. Natürlich hat man so das gewisse Kribbeln immer noch. Ich denke, das wäre auch schlimm, wenn man das nicht hätte, weil es einfach ja doch irgendwo was Besonderes ist. Aber klar, je öfter man etwas macht, das ist ja in der Schule genauso, desto mehr wird das zur Routine. Wie lernst du Spanisch in der Schule? Wäre es für dich ein Traum, im Ausland zu spielen? Im Moment noch nicht. Also ich bin erst 25, denke, ist noch relativ jung und im Moment denke ich noch nicht, dass ich irgendwo ins Ausland möchte, wie das vielleicht später am Ende der Karriere ist oder vielleicht auch nach der Karriere irgendwann mal. Kann ich noch nicht sagen. Ja, Spanisch in der Schule hatte ich auch damals. Ein bisschen was ist noch hängen geblieben, also Spanisch wäre dann wahrscheinlich erste Wahl. Wie findest du denn den Videoschiedsrichter? Ich denke, wir müssen etwas Neuem einfach ein bisschen mehr Zeit geben. Ja, wir wollen natürlich, dass alles zu 100% sofort sitzt, dass alles perfekt funktioniert. Ich denke aber, dass das auf neuen Themengebieten einfach schwierig ist. Natürlich wünsche ich mir, dass der Fußball oder generell der Sport gerechter wird. Aber es ist natürlich schwierig, dann alles das, oder dass alles sofort perfekt sitzt. Und von daher sollten wir dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Zeit geben. Ja, du wirst ja jede Woche benotet von der Zeitung. Wie gehst du mit den schlechten Bewertungen um? Am besten verbrennen. Nein, also wie gesagt, ich denke, mittlerweile hat man sich dran gewöhnt. Man macht sich einfach keinen großen Kopf drum, weil die es wirklich bewerten müssen oder die für mich als Spieler interessant sind, das ist mein Trainerteam. Das ist, wie gesagt, alle bei uns im Team drumherum. Da gibt es einfach keine Note, sondern da wird dann analysiert, was hat man gut gemacht, was hat man weniger gut gemacht. Und dadurch versucht man sich dann einfach fürs nächste Mal oder generell auch zu verbessern. Hast du ein Vorbild im Sport oder im Fußballbereich? Allgemein im Sportbereich war ich immer oder bin ich auch immer noch von Dirk Nowitzki sehr beeindruckt. Einfach weil er ein richtiger Superstar ist und trotzdem sehr bescheiden, sehr bodenständig geblieben ist. Und das gefällt mir einfach auch an Leuten wie ihm. Und von daher würde ich sagen, ist das vom Gesamtsport einfach ein absolutes Vorbild. Wie war für dich denn das Relegationsspiel gegen Braunschweig? Du kommst ja daher. War natürlich was Besonderes. Klar, wenn man aus Braunschweig kommt, war die Situation nicht so ganz einfach. Ich muss sagen, ich habe wenig dumme Sprüche vorher gekriegt von Kollegen oder Freunden, die man natürlich auch in Braunschweig hat. 3-4 Tage vorher sind wir dann auch ins Kurztrainingslager gefahren, waren sozusagen gar nicht hier. Und ich denke, dass das für uns ganz gut war, dass man die mediale Aufmerksamkeit komplett ausblenden konnte und sich wirklich nur auf das Spiel fokussieren konnte. Du spielst jetzt schon lange in Wolfsburg. Der Verein kauft immer wieder teure Spieler für deine Position. Ist es schwer, sich jedes Jahr neu zu motivieren? Ja, generell denke ich, muss man einfach im Fußballgeschäft damit leben. Wie gesagt, natürlich ist es vielleicht bei unserem Verein ein bisschen was anderes als bei manch kleineren Vereinen, die vielleicht auch mit VW einfach nicht so einen starken Partner im Hintergrund haben. Aber das, was wir alle wollen, das ist größtmöglicher sportlicher Erfolg und dafür versuchen wir alles zu tun und von daher ist es eigentlich nicht schwer, sich jedes Jahr neu zu motivieren. Natürlich will man immer spielen, das will jeder Spieler und von daher gebe ich auch immer alles, was ich kann und so versuche ich dann auch auf meine Spiele zu kommen. Welche Spieler aus der Bundesliga würdest du kaufen, wenn du VfL-Manager wärst? Boah, gute Frage. Kann ich gar nicht so genau sagen. Ich denke, das ist immer Aufgabe des Managements und wie gesagt, da möchte man sich als Spieler nicht unbedingt einmischen. Nach 20 Minuten ist Essen. Nach einem langen Tag beim VfL, unternimmst du trotzdem noch was mit deinen Mitspielern? Das kommt drauf an. Also klar, bei mir ist es jetzt so, ich bin nicht zugezogen und habe natürlich mein privates Umfeld in Braunschweig. Aber ich weiß, dass viele Spieler, die natürlich hier nicht so schnell Anschluss finden oder nur Anschluss erstmal über das Team finden, dass die nach dem Training nochmal gemeinsam essen gehen. Wie schaffst du es noch, Kontakt zu Schulfreunden zu halten? Du bist ja jetzt berühmter. Die Leute, die ich als Freunde immer noch habe, die kannte ich auch vorher und von daher
ja, ist es natürlich umso schöner, dass einen die Leute heute noch genauso sehen wie vorher auch und genauso irgendwo unterstützen, Zeit für einen haben. Also ist kein anderes Gefühl als vorher auch. Kommen wir zur Schule. Welches war dein Lieblingsfach außer Sport und was konntest du gar nicht? Lieblingsfächer waren neben Sport, klar, Mathe und Chemie. Und welche Fächer ich gar nicht mochte, war auf jeden Fall Kunst. Kunst war ich grottenschlecht. Ich konnte einfach nicht malen und das Kreative fiel mir einfach nicht so leicht. Wir haben auf Instagram gesehen, dass du viel mit Kindern machst. Was gefällt dir an der Arbeit mit Kindern? Ich mache gerne Sachen mit Kindern, weil man ja, denen einfach die Freude auch sofort ansieht. Und wenn die Kinder Spaß haben, dann habe ich auch Spaß dabei. Und ich finde einfach, dass man auch so einen Teil dann zurückgeben kann. Und deswegen mache ich das wirklich gerne. Also ich spiele ja in meiner Freizeit auch sehr gerne FIFA. Und ja, da habe ich mich halt mal gefragt, ob du mit deinen FIFA-Werten zufrieden bist. Oh, gute Frage. Ich glaube, wir müssen mal eine Beschwerdemail an EA Sports schreiben. Ja, wie gesagt, natürlich kommt es oder hängt es immer davon ab, wie viel man natürlich auch gespielt hat, wie erfolgreich war das Team. Ich glaube, aufgrund der letzten Saison, da haben wir uns nicht mit rumbekleckert und da sollten wir, denke ich, auch dieses Jahr ein bisschen demütiger sein und von daher ist das schon in Ordnung. Würdest du vielleicht was verbessern? Da? Auf jeden Fall würde ich meine Passwerte deutlich höher einschätzen. Gut, schießen mache ich relativ selten, von daher ist das schon okay. Vielen Dank für das Interview. Jetzt geht's weiter mit Felicitas und Lilly und den Sportexperten-Quiz. Okay, also wir machen jetzt einen Quiz. Ich bin Felicitas. Und ich bin Lilly. Und du hast eine Minute Zeit, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Die erste Frage. Wie viele Bilder hast du auf Insta hochgeladen? 132, 166 oder 195? Die Mitte. 166. Das ist richtig. Zweite Frage. Aus wie viel Prozent Wasser besteht eine Gurke? 37,3. Nee, 97. Und in welcher Disziplin hat Fabian Hambüchen Gold gewonnen? Fabian Hambüchen am Reck. Das ist richtig. Was ist ein Déjà-vu? Ein Déjà-vu ist eine Situation, die man meint, schon mal erlebt zu haben. Das ist richtig. Wie viele Mannschaften nehmen an der Fußball-WM 2018 teil? 32. Ja. Welches Fantasy-Tier ist gerade im Trend? Fantasy-Tier. Muss ich passen? Einhorn. Ja. Ernsthaft? Ja. Was ist die Postleitzahl von Wolfsburg? Also nenne uns eine von denen. 38446. Ja, das ist eine von denen. So, jetzt haben wir noch eine Matheaufgabe halt für dich. Ich darf nur einen Strich machen. Ja. Habe ich beliebig Zeit oder? Ja. Also du musst überlegen, irgendwo einen Strich zu machen. Ja, ich tippe mal, dass irgendwie aus der 5 oder so eine andere... Aus einem Symbol. Ah. Da haben wir's. Richtig. Jetzt geht's weiter mit dem Sportexperten mit entweder oder. Wir stellen dir jetzt die Entweder-Oder-Fragen und bitte antworte direkt darauf. Mhm. Essen gehen oder selber kochen? Essen gehen. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. DVD-Abend mit deiner Freundin oder zocken mit den Jungs? Beides. McDonald's oder Burger King? McDonald's. Strand oder Berge? Strand. Nike oder Adidas? Nike. Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Facebook oder Instagram? Instagram. Felix Magath oder Martin Schmidt?
Darauf werde ich natürlich keine Antwort geben können, aber aktuell natürlich Martin Schmidt. Okay, das war's auch. Danke, dass du mitgemacht hast. Es hat viel Spaß gemacht. Sehr gerne, mir auch, ja.